sind die stattlich über die feigen Finden eines mächtigen Mannes. Thomas Bach ist kurz vor dem Ziel. IOC-Präsident will er werden. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes wäre dann der mächtigste Sportfunktionär der Welt. In wenigen Tagen wird in Buenos Aires gewählt. Und Bach hat in der Öffentlichkeit mächtige Unterstützer. Einen Scheich aus dem IOC. Ich werde offen sein. Ich bin Unterstützer von Thomas Bach. Ich bin dafür, dass Dr. Bach der nächste IOC-Präsident wird. Ich finde, Dr. Bach hat die Fähigkeit und ich glaube, er wird es werden. Einen Bundesminister. Ich denke, es wäre eine historische Situation, wenn Thomas Bach dort gewählt würde gegen eine starke Konkurrenz aus der ganzen Welt. Und einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, der am Sonntag ein ganz begeistertes Porträt des Sportfunktionärs zeigte. Den Kindergarten verlässt Thomas nach einem halben Tag fristlos und zu langweilig. Hier möchte er bleiben, auch als IOC-Präsident. Lokal verankert, weltweit vernetzt. Das mag er. Hier darf er sein wie eh und je. Thomas Bach, der Bischömer Bub. Für den SWR ganz schlüssig. Es sollte ein persönliches Porträt eines Menschen aus dem SWR-Sendegebiet werden. Um einen Menschen, einen Typen porträtieren zu können, muss ich ihn doch erst einmal versuchen, als Mensch so unvoreingenommen wie möglich darzustellen. Mit Skepsis und Respekt. Doch der Respekt und die Unterstützung bringen Bach jetzt auch Kritik. Es ist vor allem das Bekenntnis des Scheichs zu Bach, denn der darf nach den Regularien des IOC gar nicht öffentlich sagen, für wen er sich stark macht. Das Problem greift am Montag auch eine WDR-Doku auf. Die Autoren befragen den Scheich zweimal. In beiden Interviews spricht er sich für Bach aus. Jetzt prüft die Ethikkommission des IOC. Und Journalisten recherchieren zu weiteren Kritikpunkten. Was wusste Thomas Bach zu seinen aktiven Zeiten über Doping? Welche Rolle spielte er in einer Spendenaffäre bei Adidas? Wie nah ist er dran an der arabischen Wirtschaft? Auf all diese Fragen keine Antwort von Thomas Bach, stattdessen Post von ihm, Christian Scherz, Medienanwalt. Auf ganz normale Recherchefragen droht er mit rechtlichen Konsequenzen. Den WDR-Kollegen kündigte er schon vor der Veröffentlichung der Doku über Thomas Bach an, er werde sich gegen einen eventuellen Bericht mit allen vom Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen. Der Journalistin Grit Hartmann, die für einen Artikel über Doping für die Berliner Zeitung recherchierte, drohte er mit Strafanzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung. Auch Achim Muth von der Mainpost in Würzburg stellte Fragen an Thomas Bach zur Dopingstudie. Ihm schreibt Scherz, die Mainpost plane wohl rechtswidrige Verdachtsberichterstattung über Thomas Bach und droht, sollte durch sie eine Berichterstattung erfolgen, die die Persönlichkeitsrechte unseres Mandanten verletzt, werden wir mit aller gebotenen Nachhaltigkeit hiergegen die entsprechenden rechtlichen Schritte einleiten. Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert über das Verständnis von Pressefreiheit, das da offensichtlich herrscht. Die Fragen hätten sich leicht beantworten lassen. Und nochmal, wir haben keinen Anfangsverdacht und haben keinen Verdacht gegen ihn, sondern das waren Fragen, die einfach in der Recherche aufgetaucht sind und die für uns als Hintergrund einfach wichtig waren. Ich weiß nicht, warum Herr Bach Angst vor Anfragen hat. Er kann sie einfach beantworten. Entweder stimmt es oder stimmt es nicht oder er lässt sie unbeantwortet. Ich weiß nicht, warum man da gleich mit dem Rechtsanwalt drohen muss. Es erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, das, was es zeigt, ist, Herr Bach hat ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Herr Bach hat ein Problem mit grundsätzlich dem Presserecht in Deutschland. Den Fragen der Reporter stellt sich Thomas Bach nicht. Bei der Sitzung des Sportausschusses am Montag ist er schon weg. Wahlkampf in Buenos Aires. Und was sagt seine Organisation, der Deutsche Olympische Sportbund? Ich habe verschiedene Medienkollegen, die beklagen, dass sie Interviewanfragen an Herrn Bach stellen, einen gewissen Fragenkatalog übermitteln und dann aber von Herrn Scherz, also vom Anwalt, Post bekommen und so die Botschaft dieser Post ist eine gewisse Einschüchterung. Dazu möchte ich jetzt gar nicht sagen. Können Sie es auch nicht bestätigen, dass das so ist? Kann ich, will ich nicht. Okay. Auch hier keine Antwort. Aber es geht ja jetzt auch um Wichtigeres. Es geht um Thomas Bach und um sein IOC-Präsidentenamt. Für manche eine nationale Aufgabe. Die Bundesregierung unterstützt seine Kandidatur ausdrücklich und wir drücken ihn für den 10. September bei seiner Wahl die Daumen.